Mein Bruder hat mich von der Schule abgeholt, 1960, da war noch im Schulunterricht. Und teilte mir mit, dass er heute noch nach Frankfurt, also von Tempelhof, Berlin-Tempelhof war ja ein Flughafen. Und dass er hatte sich irgendwo Geld organisiert, hatte diesen Flug alleine bezahlt, von diesem geborgten Geld. Und dann hat er mir dies mitgeteilt und dann bin ich mit meinem Bruder nach West-Berlin rübergefahren. Ging ja damals, war ja noch keine Grenze, also Grenze war schon, aber keine Mauer. Und mit der S-Bahn und in der U-Bahn und in Tempelhof ausgestiegen. Ich hatte das Ticket von meinem Bruder bei und mein Bruder eine kleine Tasche mit Hemden, Socken, Unterhose, also ganz wenig bei. Und dann ist mein Bruder eingeschickt und dann stand ich da und war natürlich sehr, also ich war sehr traurig, muss ich sagen. Das hat mich sehr getroffen. Und von dort an, ja, das hat mich nie wieder losgelassen. Diese Trennung. Das hat mich sehr gelitten. Und mein Bruder natürlich auch, der war 17 Jahre alt. Aber sehr erwachsen schon, sehr frühreif. Und für meinen Bruder war es auch nicht einfach, natürlich nicht. Es ist nie einfach, sein Zuhause abzubrechen. Neu zu beginnen, das ist immer eine schwierige Sache.